Laut der Kantonspolizei St. Gallen kann man von Glück reden, dass der Unfall so glimpflich ausgegangen ist. Der Sachschaden vom Zug und dem Lastwagen belaufe sich auf je etwa 10'000 Franken. Der Heiro Häuptli wohnt unmittelbar an der Bahngleis. Er war gestern Abend zu Hause in seiner Stube, wo der Unfall passiert ist. Also ich war am Fernsehen schauen, dann habe ich auf so einen lauten Knall gehört. Ich habe schnell aus dem Fenster geschaut. Dann habe ich da ein Auto gesehen und dass da auch ein Zug stehen geblieben ist. Passiert ist es bei dem Bahnübergang im St. Gallischen Rorschach. Anstatt rechts auf die Jakobstrasse abzubiegen, fährt der 42-jährige Lenker weiter geradeaus und biegt erst auf den Bahngleis ab. Der Autofahrer hat offensichtlich das Gleis mit der Strasse verwechselt, ist durch die offene Bahnschranke drüber gefahren und dann etwa 50 Meter auf diesen Gleis noch weiter gefahren, bis er nicht mehr weitergekommen ist, weil sein Auto in den Schottersteinen blockiert worden ist. Kurz darauf ist der Regionalzug von der Turbobahn gekommen und der Lokführer hat das Fahrzeug auf der Schiene gesehen. Er hat sofort die Vollbremsung eingeleitet und trotz dieser Vollbremsung ist es zur Kollision gekommen. Zum guten Glück aber nicht mehr mit grosser Wucht, sodass weder im Zug noch im Auto jemand verletzt worden ist. Kurz vor dem Unfall ist der 42-jährige LKW-Fahrer in dieser Bar zu Rorschach gesehen worden. Der Geschäftsführer hat ihn schon in betrunkenem Zustand angetroffen. Der Gast sei ein Stammkund, dass er sich betrunken in ein Auto setze, passe nicht zu ihm. Ich kenne ihn schon länger. Normalerweise ist er nicht so einer, der groß raufgeht. Ich weiß auch nicht, wer er war, dass er Alkohol konsumiert. Ja, vielleicht ist einfach Atmosphäre gestimmt wie wahrscheinlich in dem vorherigen Lokal, wo er war. Ich weiß auch nicht. Laut der Kantonspolizei St. Gallen haben die Passanten das Auto auf der Schiene der SBB gemolden. Es sei aber zu spät gewesen, um den Unfall zu verhindern. Der Bahnverkehr zwischen Rorschach und Horn war gestern Abend für gut 2,5 Stunden unterbrochen gewesen.